So geil. Hört ihr das? Die funktionieren. 40 Watt pro Stück. Ja. Und die Sonne ist hinter Wolken, ziemlich spät am Abend. Die Sonne steht da schräg, ist hinter Wolken. Das sind zwei 80 Watt Panels oben drauf. Dann nochmal zwei 40 Watt Panels. Im Schatten am Abend liefern immer noch 80 Watt mit Re-EMF. Na, mal schauen, ob wir es schaffen. Ein paar Minuten haben wir noch. Ein paar Minuten müsste die Sonne noch da sein. Und vielleicht reicht es ja. Hier haben wir einen Kühlschrank, einen ganz alten, in Polen gefertigt, ohne Kompressor irgendwie nur mit einer Heizspindel von 500 Ohm. Noch bis jetzt noch nicht rausgefunden so richtig, wie das funktioniert, jedenfalls schön leise und zieht so, wenn er hochfährt, so um die 100 Watt. So, die Batterie ist schon ziemlich nieder, die habe ich gestern schon mal so lang laufen lassen, bis es anfängt mit Piepen, aber bei Allowen, wisst ihr ja, ist immer noch ein bisschen was drin. Angeschalten ist es jetzt schon, ne, der zieht jetzt schon 100 Watt und jetzt warte ich nochmal, bis es piept und dann hängen wir sie mal an das 30 Watt Panel, Anführungszeichen. Ich weiß nicht, ob es noch so viel bringt, das hat schon ein paar Jährchen auf dem Buckel. Und unseren Re-EMF Charger, unseren altbekannten. Ja, jetzt warte ich jetzt hier bestimmt schon wieder 5 Minuten und es piept immer noch nicht. Ach, Allowen-Batterien sind so eine Sache. Wie soll man da verlässliche Tests machen, wenn die sich von selbst immer andauernd wieder lädt? Hä? Wie soll man da irgendjemandem beweisen, dass irgendein Ladegerät noch besser ist als andere? Naja, mal schauen. Mal schauen, ob es was wird mit der Eindeutigkeit. Hm. Das ist bestimmt 10 Minuten gelaufen, dann auf einmal hat es angefangen mit Piepen und dann wollte die Kamera nicht starten. So, jetzt habe ich mal 10 Sekunden ausgelassen. Komm, piep. Oh. Ja, wie lange kann ich jetzt wieder warten, bis es piept, dass ich es drauf habe auf Video? Mann! Ach, ich krieg die Krise. Ich könnte jetzt auch einfach rausgehen zur Nachbarin. Ja? Die fragen, ob es gerade total gepiept hat. Ihr wisst ja jetzt. Haha, klappt doch. Einwandfrei. So, also, Batterie ist so weit, dass er piept. Ne? Und jetzt wollen wir die letzten Sonnenstrahlen, ne, großes Zeitfenster nochmal, mal versuchen auszunutzen. Und dann gucken wir mal auf die genaue Zeit, wie lang es dann geht mit 100 Watt. Okay, dann wollen wir mal starten. Da stehe ich im Schatten. Jetzt. Doch, jetzt geht's. Es liegt los. Ach. 0,7, 0,1. Weil nur ein Teil mit Schatten belegt ist. Ist ja krass. Okay. Naja. Sind wir immerhin bei 800 mA, ne? So wie das aussieht hier. 800, 900 mA. Alles klar. So, gleich mal auf die genaue Zeit gucken. Die genaue Zeit ist 6.26 Uhr. Gut, bin ich gespannt. So, hier sind wir 6.39 Uhr. Ja, so 10 Minuten später und wir sind im Schatten. Wir sind im Schatten. Ja. Ja. Der
Schöne Nadelbaum hier. Die Sonne jetzt für eine Zeitweise verdeckt. Gut, dann müssen wir also mal noch durch. Ja, mal gucken, was wir jetzt so ungefähr liefern. Immer noch so 20 mA, 19 mA. Gut, okay. Schauen wir mal, wie lange noch. Jetzt nicht zu viel wegnehmen, sonst schaltet das Relais ab. Ja. Mal sehen. Na, Kollegin, auch dabei. So, jetzt haben wir es 6.59 Uhr. Die Sonne kommt jetzt langsam wieder. Ich habe das Panel mal auf den Stuhl gestellt, dass wir eher was von der Sonne haben. Ja, dürfte gar nicht lang dauern, ehe sie wieder richtig Dampf bekommt. Mal schauen, was da richtig Dampf heißt momentan. 10 mA. No? 12, 13. Steigt jetzt langsam wieder, aber es geht ja sowieso erst richtig los, bis auch hier das allerletzte Panel mit Sonne erfüllt ist. Ja, da reicht es nicht, wenn irgendwie nur was halb beleuchtet wird. Tja, diese alten Dinger halt. Ah, jetzt sind wir schon bei 20 mA, 30, es geht voran. Tja, oh oh, ich bemerke gerade. Ui. Das Panel führt einen Kampf mit dieser Hauskante da. Die geht jetzt immer weiter runter, die Sonne. Geht weiter weg. Und dieses Panel, ja, wo soll ich denn das dann hinstellen? Ach du Scheiße. Ob ich hier jemals heute noch ein bisschen mehr als 500 mA reinkriege? Was sagt die Zeit eigentlich? 7.02 Uhr. Ja, das wird vielleicht ein bisschen sehr knapp, aber mal schauen. Naja, ich glaube, heute ist die Sonne schon zu weit weg. 170 mA kriege ich noch zusammen, indem ich es hier hinhalte, das Panel. Aber ansonsten war es das heute, glaube ich. Ja, das ist auch die Zeit. Die Zeit sagt 7.04 Uhr. Gut, 7.04 Uhr können wir das Experiment abbrechen. Obwohl, lass es wenigstens mal noch bis 7.26 Uhr laufen. Hä? So, und Punkt 7.07 Uhr hatte ich dann die Schnauze voll mit dem Panel in die Luft halten, da wo Sonne ist. Das hätte eh nichts gebracht, hätte ich immer weiter hochgemüsst. Tja, ich stelle jetzt mal die restlichen Viertelstunde, die letzten 20 Minuten, einfach mal so hierher. Und dabei zeigt uns dieses Ampermeter an, dass 0,00000 gar nichts hier reingeht. Wo ich etwas misstrauisch bin. Naja gut, die letzten 9 Minuten können wir uns ja schenken. Ne? Und 9 ist 1 und 1 ist keins, wie war das da? können wir uns mal schenken. Wir rechnen trotzdem mal mit einer Stunde Betrieb. Denn, wie schalte ich das aus? Ach so. Ja, jetzt kommt auch das Relais. Okay, also das wären jetzt die theoretischen Werte für die Energie, die jetzt hier reingegangen ist in diesen Akku und wie lange dann der Kühlschrank laufen dürfte. Jetzt haben wir es 7.24 Uhr. Unser Akku ist bei 11,18 Volt und als Beweis, dass dann wirklich Ampere gezogen werden, wollen wir jetzt mal einschalten. Gut, er läuft und wir ziehen 9,6 Ampere. Gut.
Also die 100 Watt dürfte er ziehen. Jetzt bin ich mal gespannt. 7.25 Uhr, gut, hat es angefangen. Wie lange das geht. Ein Kühlschrank ohne Kompressor. Nur mit Heizung hinten drin irgendwie. Das ist schon irgendwie kurios für mich als Laien. Der macht keinen Mucks, wird aber trotzdem hinten dran warm und hier dieses große Teil wird kalt. Kann man da reingucken? Ah, so schaut es drin aus. Was ist denn hier noch drin? Was sonst? Ja. Mit einer Heizspindel und ein paar Rohren, die mal sich im Querschnitt verengen und verjüngen. Was es alles gibt im Kühlschrank, der keinen Mucks macht. Tja. Naja. Ich weiß nicht, ob ich jetzt die ganze Zeit hier blöd rumlatsch. Eine Minute haben wir schon mal. Okay, mal schauen, wie lang es wirklich wird. Ewig habe ich ja auch nicht Akku hier in der Kamera, ne? Also ich mache es mal aus, die Kamera. Ob er mir vertraut oder nicht, das ist mir eigentlich relativ schnuppe. Ne? Das ist eigentlich nur das Experimentiertagebuch. Und krass. Blödes Auto, sehr ruhig. Hört es buzzern. Es piept, es piept, es piept. 28. 7.28 Uhr. Okay, so, jetzt machen wir mal eine Gegenüberstellung. Naja, was ich sagen wollte, hier bussert er immer noch. Der bussert nicht mehr, der ist es aus, aber der bussert noch. Immerhin. Da, wo mein anderes Solarpanel von gerade eben, dieses welche hier, 0,0000 gar nichts mehr angezeigt hat, bringen die Dünnschichtpanels auf dem Dach immer noch was, auch wenn die Sonne weg ist.